Sachen. Ja, lass uns mal wieder quatschen. Im Hintergrund läuft ein kleines Speedpaint. Einfach, ja, weil, warum auch nicht? Ja, ich bin ja gestern über das neue Video von Just Nero gestoßen, über unsere tolle da Aline Bachmann. Und die hat ja schon wieder echt Scheiße gebaut. Ich bin immer noch genervt. Ich habe schlechte Laune. Und ich will mir jetzt einfach mal, ja, Dampf ablassen, wenn man drüber reden. Ich habe eine Plattform, ich kann das öffentlich machen, warum auch nicht. Die meisten, die wahrscheinlich auf das Video geklickt haben, haben keinen Plan, wer ich bin. Also, hi! Ihr seht mich gerade nicht, ist okay. Ja, ich will einfach mal drüber reden, weil mich nervt sie und das ist so, wie viel schlechter Mensch möchtest du sein? Ja! Ja, und darüber möchte ich einfach reden, weil warum auch nicht? Wenn mal irgendwie Luft machen. Ich habe einfach, ja. Hab einfach Lust zu und bin genervt und will irgendwo hin damit und hab halt keine anderen Leute, mit denen ich drüber reden kann. Also müsst ihr runterleiden oder wegklicken, keine Ahnung. Wie dem auch sei. Ja, die gute Aline macht ja jede Menge Bullshit. Und I know, I'm late for the shit show. Das macht sie ja schon eine ganze Weile. Neben halt, ja, sie scammt verschiedene Shops. Parfümläden, Schmuckläden haben sich geäußert, dass halt Werbung versprochen wurde. Werbung halt anscheinend, wenn dann mangelhaft bis hin zu gar nicht existiert. Ja, es gab auch einen Zwischenfall, den fand ich doch sehr amüsant, mit einem ja, Fake-Shop, also einem Shop, der halt ja, angeblich gefakte Sachen oder ziemlich offensichtlich gefakte Stuff verkauft. Sie wollte es bewerben, hat sie nie getan. Und so wie es aussieht, verkauft sie die Produkte, die sie bewerben soll. Über ihren eigenen Job. Es sieht so aus. Beweisen kann ich es nicht, aber es sieht halt sehr verdächtig danach aus. Ja. Okay, es ist halt auch schon absurd ohne Ende. Ein Fake-Shop muss sich halt rechtfertigen und die Sachen vom Fake-Shop werden auf ihrem eigenen Fake-Shop verkauft oder über Instagram. Verschiedene Sachen gesehen. Ich bin auch nicht hier, um irgendwas zu beweisen. Ich bin hier einfach nur, um mir Luft zu machen. Also, wenn ihr Beweise wollt, könnt ihr andere Kanäle besuchen. Es ist mir so, ja, keine Ahnung, Tratsch und Klatsch. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie ich das einordnen soll. Also, ich habe unten in der Beschreibung für Leute, die halt Fakten möchten, mehrere Kanäle verlinkt. Just Nero hat, wie gesagt, Videos dazu gemacht. Ich habe Drama Detective, darüber bin ich halt primär dazu gestoßen. Und Da Vinci hat auch einiges dazu gemacht. Also, wer Infos und Fakten und so weiter haben möchte, bitte wendet euch da die. Ich lasse mir jetzt einfach nur meinen Frust hier freien Lauf. Ja, ihr könnt mit und diskutieren in den Kommentaren, wenn einer möchte. Wenn nicht, dann halt nicht. Ist alles vollkommen okay. Ja. Wie gesagt, da gab es ja auch die Aktion mit ihren Pferden, von wegen, sie holt sich mehrere Pferde, unter anderem halt auch Beistellpferde, die sie dann bereiten möchte, was halt echt ein No-Go ist. Ich hatte im Stream schon erwähnt, ich bin jetzt nicht so der Profi, was Pferde angeht, aber selbst ich als Noob in der Pferdehaltung weiß, ein Beistellpferd ist jetzt nicht so ein Pferd, das man bereiten sollte. Meistens sind diese Pferde entweder alt oder haben halt, ja, durch ja, Krankheit oder ähnliches halt einfach kann man sie nicht mehr reiten. Deswegen halt Beistellpferde, weil die stellt man neben Pferde, weil Pferde sind Herdentiere, wie man vielleicht wissen sollte. Die wollen nicht alleine sein und gerade so Zuchtpferde, Rennpferde, alles was so in die Richtung halt sehr teure, sehr prestigehafte Pferde sind, die stellt man dann halt mit solchen Beistellpferden dahin, dass sie halt nicht alleine sind. Ja, sonst geht es den Pferden halt nicht gut und man will ja, dass es den Pferden gut geht. A, weil es sind Tiere und B, wenn es gerade um diese Reit- oder Zuchttiere geht, da geht es halt auch jede Menge um Geld. Und da will man ja, dass es den Tieren gut geht. Und halt, wie gesagt, sind Lebewesen. Wer will schon, dass Lebewesen schlecht geht? Mal ganz ehrlich, nicht schön. An solche Menschen, pfui, das macht man nicht, ihr seid böse. Und ja, wie gesagt, diese Beistellpferde werden halt angeblich von ihr beritten. Wie gesagt, ich habe keine Beweise, ich bin zu faul, jetzt was rauszusuchen. Ich sag, Beweise bitte andere Kanäle. Ja, ich diskutiere hier und quatsch nur. Ja. So, auch eine der Pferde wurde auf eBay Kleinanzeigen gefunden anscheinend und dann wurde jetzt verneint und möchte nicht und war doch gar nicht so und ja, hier und Herrn Hott. Und sie würde ja mit dem Veterinäramt arbeiten und halt alle, die halt wirklich wissen, wie das Veterinäramt arbeitet, die schon mal mit dem Veterinäramt arbeiten möchten oder wollten oder sollten oder könnten oder müssten, wissen genau, ja, so geil sind die Typen gar nicht drauf. Ich habe selbst einige Erfahrungen mit dem Veterinäramt machen müssen. Ich habe auch mit Veterinärbeamten zusammengearbeitet, also mit verschiedenen, in verschiedenen Gebieten, weil pro Stadt, pro Raum gibt es halt immer einen anderen, der dafür zuständig ist. Gibt Sachen, die sie halt nicht machen können, weil Gesetze einem im Weg stehen. Es gibt aber auch Leute, die einfach da keinen Bock drauf haben und einfach korrupt sind, sagen wir es einfach mal so, und einfach keinen Bock auf ihre Arbeit haben und denen den Tieren auch vollkommen egal ist.
Oder sich halt wirklich nur mit den Tieren auskennen, wie Kuh, Schwein etc., was man halt so hat, ist halt immer schwierig und nicht so einfach, da wirklich was zu machen. Wie gesagt, die Leute, die sich damit ein bisschen beschäftigt haben mit Veterinären, weiß, da kann man heutzutage nicht mehr so viel drauf geben. Entweder wollen sie nicht oder können sie teilweise auch nicht, weil, wie gesagt, gesetzeswegen auch selbst Leuten, die was machen möchten, werden gesetzesmäßig halt auch Hürden in den Weg gestellt und dann hat man auch ja, andere Hürden, die man überschreiten müsste, selbst wenn man was machen möchte. Ja, ist nicht so einfach. Deswegen kann man halt momentan nicht so viel aufs Wett geben. Ja. Und ja, was hat sie jetzt getrieben? Warum bin ich jetzt eigentlich hier? Warum habe ich eigentlich angefangen? Es geht eigentlich um den neuesten Vorfall, der hat mich jetzt halt dazu gebracht. Ich will da einfach mal was zu sagen, weil es mich nervt. Ich bin da zufällig drüber gestoßen. Bei Instagram habe ich die gute Dame gesehen. Und sorry, falls ich den Namen jetzt ausspreche, ich weiß nicht so genau, wie die Aussprache von dem Namen ist. Die gute Alicia. Der guten Dame geht's momentan halt echt räudig. Der geht's richtig fies. Wie gesagt, ich habe sie auf Instagram gesehen, lustigerweise an demselben Tag, wo auch das Video von Jasnero reinkam. Ist eine sehr, sehr, sehr tapfere Frau und sie kämpft halt gerade. Unter anderem halt hat sie Leukämie. Hat jetzt Stammzellen gekriegt von ihrem Bruder und hat halt mit dieser, Graft versus Host-Erkrankung zu kämpfen. Gibt's auch Kürtel und so weiter. Ist halt echt nicht geil. Diese Erkrankung kann halt öfters mal passieren, gerade bei so Blut- und solchen Transfusionen. Ist halt einfach die, soweit ich das verstanden habe, werden einfach die Zellen nicht gut angenommen, was sich halt ausschlägt. Sie hat auch zusätzlich noch einen anderen Virus, der sich halt auf Magen-Darm-Trakt auslegt. Also. Der armen Frau geht's halt gerade richtig räudig. Und sie hat halt, Aline hat nichts Besseres zu tun, wie bei den anderen Kandidaten, die sie halt schon so ausgenutzt hat. Ja. Gibt hier mehrere, es ist ja mindestens zwei Frauen, die sie halt, ja, terrorisiert hat. Eine soll ihr angeblich Tilidin verkauft haben, was sie halt nicht hat. Also, sie hat ihr schon Tilidin gegeben, aber es war halt auf Bitten von Aline und war halt auch nicht. Irgendwie, ja, so Dealer-mäßig, sondern die hat sie halt gehabt, weil sie selber krank war und hat sie ihr dann halt nach ewigem Battle und so weiter gegeben. Auch eine andere behinderte Frau hat sie mies ausgenutzt. Da hieß es halt, da ging es halt drum, sie sollte Videos machen. Die mit ihr hat sich dann halt nicht gemeldet, hat sie geghostet und die böse, böse, arme Frau einfach nur gefragt, was jetzt mit den Videos ist, hat sich in die Öffentlichkeit gewundert und Bäms, Anzeige. Und dann gab es ja vor relativ kurzer Zeit auch noch die Aktion mit dem kleinen Jungen, der jetzt nicht mehr unter uns weilt. Das ist ja auch wieder so eine dreister geht's halt nicht. So ein kleiner Junge, wie alt war der? Ich glaube 10, wenn ich mich nicht irre. Ich kann mich täuschen. Der halt, bei dem sie sich halt gemeldet hat, der hatte einen Wunsch gehabt. Der wollte sich mit jemandem treffen und hat halt nicht funktioniert. Sie hat halt gesagt, ja, das macht sie. Hat es halt nie was getan. Es ging dann auch so weit, dass ich das Management des anderen Künstlers einschalten musste, ja. Wir haben da gar nicht zugestimmt, sowas machen wir gar nicht. Was halt traurig ist, aber verständlich, gerade wenn es halt um Stars und so weiter geht, kann man doch schon irgendwo nachvollziehen, dass sie sagen, okay, nee, machen wir nicht. Entweder weil das auch für den Künstler ja eine psychische Belastung ist, mit kranken Leuten zu arbeiten, das kann nicht jeder. Oder halt einfach, weil dann halt die Masse zu viel wird, dass man halt aus Erfahrung sagt, wir haben das einmal angefangen und dann haben wir so viele Anfragen, wir wissen gar nicht, wie wir die unterbringen sollen. Entweder alle oder keinen. Alles ist einfach, aber dieses Hinstellen, ja, machen wir und ich mach das und dann halt nichts tun, ist halt kackend dreist. Wenn man von Anfang an gesagt hat, okay, ich versuch's und sagt dann, nee, geht nicht, machen sie nicht, wäre ja auch nicht so schlimm. Wäre ja auch kaum einer böse auf sie, aber dieses Ghosten und ja, dann, ich zeige euch an, weil ihr das öffentlich gemacht habt, weil sie verkackt hat, zeigt sie Leute an. Das ist auch so eine generell so eine coole, so eine Sache, die sie halt gerne macht. Ihr sagt die Wahrheit, aber ich will das nicht, also zeige ich euch an. Das Schöne in Deutschland ist ja, man kann ja erstmal alle wegen jedem anzeigen. Das ist ja nicht das Problem. Anzeigen kann man jeden, wegen jedem Scheiß. Ob das jetzt durchkommt, sei mal komplett dahingestellt. Aber aus Prinzip kann man hingehen, ja, mein Nachbar hat mich gerade genervt, der guckt ein bisschen komisch, kann den anzeigen. Polizei sieht die wahrscheinlich, guckt die durch, maximal wird wahrscheinlich mit beiden Parteien gesprochen und dann entschieden, ja. Hat jetzt so keine Hand und Fuß, lassen wir fallen, bringt ja nichts. Wenn es ganz kacke läuft, geht's dann halt, feiert das Back und ja, wenn es jetzt halt schlimmere Sachen sind, ja, kriegst du dann halt auch eine Rückanzeige wegen halt Verleugnung und solchen Geschichten, kann halt auch nach hinten losgehen.
Ja, und ich verstehe auch nicht, warum man sich dann fühlt wie ein Gewinner. Ich habe dich angezeigt. Ja, Digga, ich kann auch hingehen, kann dich anzeigen, weil deine Haare hässlich sind oder so. Wird wahrscheinlich nicht durchkommen, aber theoretisch könnte ich das tun. Wäre halt komplett sinnlos. So was Bescheuertes. Ja, die ganze Situation bescheuert. Ja, wie gesagt, momentan ist ja die Aktion, die halt jetzt für mich das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil ich es halt auch mitgekriegt habe mit der Alicia. Die Alicia hat auch, ja, was da jetzt eigentlich passiert, generell zu Alicia, sie hat halt ein GoFundMe gemacht. Und es ist das, worüber ich auch sprechen möchte, was halt ich jetzt noch nicht gehört habe. Ich habe mich ein bisschen mit GoFundMe auseinandergesetzt, weil es gab das Problem. Unsere liebe Frau Bachmann hat halt eine GoFundMe-Kampagne gestartet und wollte angeblich eigentlich für Alicia halt was zusammensammeln und zusammen spenden und ihr dann halt ja, das Geld geben oder irgendwas dafür besorgen. Problem war, wer hat's gedacht? GoFundMe ging durch, kam auch so Pi mal Daumen, was weiß ich, 550 bis 600 € was zusammen. Aber die liebe Alicia hat davon nichts gesehen. Aber es war ja für sie gedacht als Überraschung und ja. Das war jetzt eigentlich der Grund, warum ich angefangen habe zu reden, weil ich das auch fand ich eine wichtige Information, die ich von anderen nicht gehört habe. Ist nämlich die Sache, wie GoFundMe arbeitet. Alle, die halt tatsächlich in die Spendenaktion von Aline gespendet haben, die halt an Alicia gehen sollte, die halt nicht dahin gegangen ist, die können halt ihr Geld auch zurückholen. Alicia versucht das gerade anscheinend selbst, aber die arme Frau hat ja bei weitem jetzt erstmal mit anderen Problemen zu kämpfen. Und es ist wahrscheinlich auch sehr viel effizienter, wenn halt die Leute, die gespendet haben, hingehen und sagen, ja, mein Geld ist nicht da angekommen, wo es hingeht, weil das ist die Garantie, die GoFundMe gibt, soweit ich das gelesen, gesehen habe. Die sorgen dafür, dass halt auch wirklich das Zeug, oder, also die Spende, wird, das gespendet worden ist, dass das auch wirklich dahin kommt. Also man kann nicht sagen, ich mache eine GoFundMe und sage, okay, ich habe hier einen kranken Menschen, dem geht es nicht gut, ich möchte für sie Geld spenden. Ich behalte das dann aber für mich und kaufe mir davon, keine Ahnung, einen Fernseher oder so. Da kann man tatsächlich sich an GoFundMe melden und sagen, hier, ich habe den Verdacht durchbestätigt, Instagram und so weiter, Stories und ja, mein Geld ist ja gar nicht angekommen, wo es hin soll. Kontrolliert dann mal bitte. Das wird wahrscheinlich eine Weile dauern, aber solange Aline dann halt keine Nachweise gibt, wohin das Geld gegangen ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass sie halt dann tatsächlich euer Geld gibt. Also alle Leute, die halt über dieses Video stolpern, was halt wahrscheinlich nicht so viele werden, aber egal, vielleicht findest du ja der Richtige und kann weitertragen. Wer weiß, vielleicht haben wir ja irgendwie ein bisschen dummes Glück oder so. Ja, wie gesagt, Leute, die in diese Spendenaktion von Aline für Alicia gefangen sind und halt gesagt haben, Geld dahin gespendet halt für gute Dinge, für dass halt Alicia ein bisschen halt Entlastung hat, weil auch ihre ganzen Sachen halt momentan nicht durchs Amt bezahlt werden, sondern sie muss das halt durch eigene Tasche tragen. Soweit ich das gesehen habe, ich weiß nicht, ob sich jetzt mittlerweile geändert hat, aber noch Ende des Jahres war halt die Standpunkt, ja, es wird halt erstmal nichts übernommen. Vielleicht kommt das dann noch, sowas dauert halt immer ewig. Ich habe auch schon mit zu kämpfen gehabt, wenn man was vom Amt will, brauchen die immer ewig, bis irgendwas durchkommt, auch wenn es einem scheiße geht. Ist denen auch egal. Ja. Wie gesagt, guckt danach, wenn ihr wirklich dieses GoFundMe habt über Aline, ja, holt euer Geld zurück. Es wird wahrscheinlich ein bisschen Bearbeitungszeit dauern. Wie das halt so ist, GoFundMe muss ja auch kontrollieren, stimmt das jetzt eigentlich, ist das wahr? Und Aline hat ja keinerlei Beweise, dass das Geld tatsächlich zu ihr hingegangen ist. Ja, die könnt eure Kohle wiederholen und ihr dann halt, der Alicia dann halt wirklich geben. Für alle, ich habe auch Alicias Instagram und ihr Spendending, also ihr Alicias GoFundMe unten verlinkt. Also wer der Alicia mal Hallo sagen möchte, mir ein bisschen gute Vibes da lassen möchte oder gar spenden möchte, der kann dies auch gerne tun. Ich glaube, die gute Dame hat das auch echt sehr nötig. Hier geht es halt, wie gesagt, echt bescheiden. Die hat halt echt mit sehr viel zu kämpfen. Und das ist halt, wie viele Menschen will diese Frau halt noch verarschen und halt wirklich runterziehen? Und das sind halt auch Menschen, die halt einfach Besseres zu tun haben, denen es scheiße geht. Die haben halt Besseres zu tun, als nach ihr zu gucken, weil die halt wieder irgendwelche Anzeigen macht. Das ist ja dann noch eine Sache. Da kommt ja dann wieder einer, muss dann verhört werden und hin und her. Und das ist ja dann auch ohne Ar Ende, ohne Arbeit. Und auch die Aktion von der Alicia, da sie gesagt, okay, ich gucke, dass ich das irgendwie hingebogen kriege über GoFundMe, dass halt da was passiert. Ja, gesagt, sie hat mit ihrer Krankheit echt genug zu kämpfen. Da muss man da nicht nochmal oben drauf hauen. Echt nicht feierbar. Ja, armes Mädchen.
Ja, und das ist halt wirklich, diese Aline Bachmann hat einfach nichts Besseres zu tun, als Leuten, die es halt echt scheiße geht, nochmal draufzutreten. Ich weiß nicht, welche Minderwertigkeit-Komplexe man haben muss, dass man auf Leute draufgeht, die halt echt krank sind, denen es nicht gut geht, nochmal draufzutreten. Also wie kaputt muss man sein, dass man sich solche Leute raussucht, um dann halt erst ein bisschen Hoffnung zu geben und dann halt einmal schön draufzutreten. Und dann halt auch richtig Terror zu schieben, wie die Aktion mit der einen Dame, wo sie dann vor dem Haus stand, um die Unterlassungsklage war das, glaube ich, zu geben. Ja, ich mache Hausfriedensbruch, ich stelle mich bei dir in den Garten mit dem Laptop, dass du ja diese Unterlassungsklage kriegst. Die kommt ja nicht per Post, per Einschreiben oder so. Die kommt ja sonst nicht an, wenn ich dir das nicht gebe. Aber solche, das geht mir nicht in den Kopf rein, wie man so sein kann. Dass solche Menschen existieren, das ist echt der Wahnsinn. Manchmal könnte man meinen, das wäre irgendwie ein ausgebrochenes SCP, das halt irgendwie, keine Ahnung, von sowas sich ernährt, von schlechten Vibes oder halt, ja, keine Ahnung, vielleicht braucht sie das, vielleicht ist ja ihr nächster Fix ein neues Video gegen mich, was weiß ich. Irgendwas stimmt bei dieser Frau halt so gar nicht. Nicht so wirklich, sonst würde das, also würde auch kein normaler Mensch tun, oder? Mal ganz ehrlich. Welcher normale Mensch geht hin und ärgert schwer kranke Leute? Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, da kam ein Hund in die Türe rein. Hallo Lola! Lola, willst du noch einen Abschluss irgendwas sagen? Nicht so wirklich, sie guckt mich sehr verstört an. Lola ist auch verwirrt. Für alle Leute, Lola ist mein Hund, den man vielleicht jetzt ein bisschen tapsen hört. Ja, gut. Ich habe jetzt ein bisschen Luft gemacht, mir geht es jetzt ein bisschen besser. Danke, falls einer wirklich mein Rant bis hierher gehört hat, aber ich wollte mir jetzt erstmal ein bisschen Luft machen. Ja. Ja, dann sage ich, schön, dass ihr hier wart. Danke fürs Zuhören. Hoffentlich hat euch das Bild gefallen oder mein Gezeter, keine Ahnung. Wenn ihr mitdiskutieren möchtet, unten sind Kommentare, da könnt ihr reinschreiben. Lasst doch mal ein Like und ein Abo oder so da. Ja, wenn nicht, dann halt nicht. Zwingt euch keiner für irgendwas, also dann auf Wiedersehen.